Hallo zusammen, 28. Oktober, neue Wirkungsweise, die ich jetzt annehmen darf. Ich bekam ja heute, wie ihr lest, auf der Homepage zum ersten Mal die Einladung über Reiki, Symbole aktivieren zu dürfen. Und hier möchte ich zuerst eine Geschichte erzählen. Ich habe ja, ich wiederhole mich, ich habe ja 15 Jahre wöchentliche Seminare gegeben und viele sind immer wieder gekommen mit Reiki-Ausbildungen. Und ich sah immer, wie durch diese Einweihung von Reiki der Kanal des höchsten Selbst nicht mehr zugänglich war. Und immer hieß es, Margit, lösche es. Natürlich immer musste ich fragen, ob ich löschen darf. Ab diesem Moment hat der Mensch sich verändert. Sobald gelöscht wurde, wurde er heller, leuchtender, weil ja sein eigener Kanal aktiviert werden durfte. Und durch dieses hat er viel größere Möglichkeiten, alles abzuholen. Und darum war ich heute doch erstaunt, dass es hieß, Reiki, hole nun die Engelssymbole ab. Und hier gebe ich natürlich auch die Worte weiter. Sie sagen, Margit, Reiki hat eine ganz große, höchste Ausbildung. Und das bedeutet, dass Reiki die Wahrheit der Symbole interaktiviert. Muss ich zuerst googeln. Auf jeden Fall sagen sie, hier geht es darum, dass ich in die höchsten Arkana der Symbolsprache hinein kann. Und das wird natürlich mein Studium und ich möchte es ja euch allen zur Verfügung stellen, aber ich muss hier noch ein wenig lernen. Ich sollte ganz spezielle Tensors bestellen, habe es nun zu Hause und dieser Tensor hat eine ganz spezielle Aufgabe. Und diesen Tensor könnt ihr natürlich dann auch erwerben, sobald ich das ganze Programm kapiert habe. Dieser Tensor ist ganz was Kleines, Edles, kannst du einfach so ausschieben. Und dann ist wichtig, dieser wird nur für die Symbole der Engel verwendet. Ganz wichtig, für nichts anderes. Also, ich mache jetzt das Erste. Ich gehe jetzt auf dieses Symbol, die Engelsenergie. Und es geht dort darum, jetzt über dieses Video dir die Engelsenergie Raphaels zu ermöglichen. Ich soll somit. Es ist ja für mich zum ersten Mal, ich sollte diesen Engelstensor in die Hände nehmen, mich auf die Symbolik von Raphael einlassen und der Tensor beginnt gleich zu schwingen. Hier wird das Symbol in den Körper eingetrichtert und durch diese Symbolsprache wird die Energie von dir verändert. Raphael ist Beschützer, Behüter und Neubeginn. Er wird nun über den Tensor eingeschwungen. Die Thematik, die du jetzt erkennen wirst, er ist Beschützer, Behüter und der Neubeginn, fließt jetzt ein über die Tensorsprache. Der Tensor ist wie eine Energieessenz, die beschleunigt, damit das körperliche Feld darauf reagiert. Du wirst dieses in deinem Körper spüren. Der Neubeginn für uns alle steht nun da und ich habe ja jetzt das rote Telefon neben mir. Und wie gesagt, ich muss dieses alles noch selbst lernen, weil für mich ist es genauso noch ganz komisch, wieder komplett was Neues zuerst annehmen zu sollen und gleich en bloc weiterzugeben. Also, ich habe den Tensor, ich habe das rote Telefon und darf nun die Energie von Raphael dir weitergeben. Ich bin reine Essenz, reine Energie, ich bin reines Wahrheitsserum. Alles, was jetzt geschieht, ist Licht, werde durch Raphael in dir. Leichtigkeit, beschützen, zu Hause ankommen. So die Essenz, die nun über diese Symbolik in dir graviert werden darf. Der Beschützer, der an deine Seite kommt, der Neubeginn, der dir geschieht und das Aufatmen, zu Hause angekommen zu sein. Dieses Symbol kann immer wieder aktiviert werden, wenn du das Gefühl hast, es benötigt es. Aber nur durch diesen sogenannten Engelsrufer. Es ist ein eigenes Programm, das wir Margit zur Seite stellen, damit sie den Menschen die Botschaft der Engel weitergeben kann. Hier Raphael, Essenz, beschützen, behüten, zu Hause sein. Danke. Wir werden also einige Zeit mit diesen neuen Systemen arbeiten. Was geschieht jetzt bei dir? Durch diese Kodierung Raphaels behütet dich ein innerer Segen. Du wirst merken, dass du
dich ganz anders fühlst. Es kann sein, dass du eine Beklemmung in dir hattest und die wird aufgehoben. Es kann sein, dass du heute Morgen und übermorgen noch nacharbeitest. Also, wenn du vielleicht den Schutz dir nicht mehr sicher warst, wirst du dich wieder beschützt fühlen, wenn du merkst, dass es sich nicht immer zu Hause angefühlt hat, wird sich dieses verändern. Wir arbeiten nun bis Februar 2024 in der Sprache der Engel. Nun schreibe ich noch unter dieses Video die heutige Botschaft Raphaels und lass dich überraschen, es wird jetzt richtig gearbeitet und ich freue mich noch einmal, dieser Tensor. Sobald ich alles in mir aufgenommen habe, bekommst du mit Leichtigkeit genau diesen Tensor. Und wenn ich frage, jeder andere, sie sagen nein, das ist das Geschenk an Margit, weil sie uns vertraut. Und somit ist es die Botschaft, dieser Engelsrufer hat eine ganze Verbundenheit mit allen Engeln, die jetzt zu euch sprechen werden. Es wird ein großes Programm und du kannst dabei sein. Ich freue mich auf das alles, was nun kommt. Und somit wünsche ich uns ganz viel Spaß.